Und wir müssen einige Dinge neu entwickeln und das aktiv einfach dafür, dass wir nicht warten dürfen, bis irgendwas passiert und uns irgendwas einbauen, sondern wir sollten versuchen, schneller zu sein. Windenergie ist auch so ein Thema. Ist halt auch die Frage, waren wir da schnell genug? In Niederselders zum Beispiel, da waren wir sicherlich besser positioniert, weil auch der Benny Zabel oder der NABU ganz andere Aufzeichnungen gemacht haben in den vergangenen Jahren, sodass man dann Teilflächen auch reduzieren konnte. Worum geht es? Die Themen. Also ein Thema ist Selders, der Bevölkerungsrückgang von Selders ist allgemein bekannt. Es gibt eine Studie demografischer Wandel in Selders aus dem Jahr 2010, beauftragt von der Gemeinde. Ist auch im Internet nachlesbar und da ist ganz klar, der Altersdurchschnitt wird immer größer. In Münster, in Heinchen ist es extrem. Da wird die Bevölkerung immer älter, neue wachsen nicht nach. Das heißt, irgendwann geht die Bevölkerungskurve in Selders rapide nach unten. Wenn die Bevölkerungskurve runtergeht, gehen die Einnahmen auch nach unten, logischerweise. Also was wird passieren? Wir müssen die Einnahmen erhöhen. Jüngst geschehen, jetzt im November muss die Grundsteuer erhöht werden, Grundsteuer B. Sind knapp 14% Erhöhung, macht 120.000 Euro im Jahr aus, die die Gemeinde mehr an Geld hat, aber keinen einzelnen Einwohner mehr, der dann praktisch auch dazu beitragen könnte. Also wir müssen es schaffen, Bevölkerungsrückgang stoppen und irgendwie Zuzug generieren nach Selders. Das schaffen wir meines Erachtens nur, wenn wir ein familien- und kinderfreundliches Umfeld anhaben können. Also warum dürfen junge Ehepaare oder junge Familien aus Flörsheim, Beuchelheim, aus dem, ich sag jetzt mal, Speckmantel von Rhein-Main-Gebiet, warum würden die nach Selders ziehen, statt nach Görsroth, haben wir auch mal, der nach Görsroth gezogen ist. Also warum würden das machen, wenn die Infrastruktur stimmt? Das heißt, hier müssen bestimmte Rahmenbedingungen erstmal geschaffen werden, wo wir wieder geschaffen werden, damit wir das erreichen können. Thema kinderfreundlich, wir haben 5 Kindereinrichtungen in Selders, wir haben hier im Kindergarten evangelische Kirche, wir haben in Eisenbach katholisch, Niederselders katholisch, haben in Heinchen mit einem e.V. betreiben wir den Kindergarten und diese Kinderkrippe Niederselders auch mit e.V. Das heißt, auch da müssen wir versuchen, dass wir die Kinderbetreuung und die Kinderkrippe